Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video der Noppensteinstube. Ja, heute habe ich mal von Zegau diesen Titan Attack Aircraft Flieger, Space Raumschiff, was auch immer. Den schauen wir uns mal an und ich würde sagen, wir starten. Da ist der Karton, der ist wirklich schick gemacht. Da haben wir die Rückseite, so sieht das Ding nachher aus. Ein paar chinesische Schriftzeichen und ich bin auf jeden Fall gespannt auf das Ding. Ich finde die optisch sehr schön, erinnert mich irgendwie ein bisschen an Destiny. Die Flieger, die man in Destiny halt so hat. Ja, ich bin auf die Teile gespannt und der Karton ist auf jeden Fall sehr interessant, weil man hat hier so eine kleine Pappe drin und da seht ihr, kann man so ein paar Teile rausnehmen und die kann man dann in den Karton ja reinpacken und dann hat man da eine Sortierkiste. Das schauen wir uns einfach mal kurz an. Ich muss mal gucken, dass ich den Deckel hier abbekomme. So sieht das Ganze aus, wenn der Deckel ab ist und da kann man jetzt die ganzen Teile halt so ein bisschen reinschütten und hat so eine Sortierkiste. Ist ganz nice gemacht, finde ich mal eine lustige Idee. Diese Pappen biegt man an der Unterseite hoch, am oberen Deckel trennt man sie raus, da könnt ihr das sehen. Und dann hat man so ein Sortierkästchen. Ist mal eine gute Idee, um so einen Karton wieder zu verwenden. Leider keine Bauschritte in den Tüten. Ich habe auf jeden Fall nicht entdeckt, dass da Bauschritte drauf sind. Das ist als einziges nicht so schön. Nicht wundern, was ihr hier drüben seht. Meine Tochter baut gerade diese kleinen Sets von diesem Baja. Okay, wundert euch nicht, wenn es nebenan raschelt. Meine Tochter baut hier gerade gegenüber ihr kleines Set. Ich wollte euch kurz mal was zeigen, weil ich halt gerade ein bisschen begeistert bin. Dieses Teil kenne ich nicht. Das finde ich sehr, sehr cool. Und die Teilequalität, Fingerabdrücke sind von mir, ist sehr gut. Das erinnert fast an, ich weiß nicht, was Zegau nutzt. Das sieht mir fast wie Gobrick-Steine aus von der Art her. Sind es aber, glaube ich, nicht, weil der Angusspunkt zu tief ist. Die halten auf jeden Fall bombenfest, also granatenstarke Klemmkraft. Dann mal hier ein richtig cooles Pearl Gold. Das sieht mal Hammer aus. Da kann sich Lego beim Gold eine kleine Scheibe abschneiden. Und ich habe noch keine Aufkleber gefunden. Es scheint alles bedruckt zu sein. Da nämlich auch. Das finde ich auch schon mal richtig löblich. Keine Sticker. Ich hoffe, das bleibt so. Bisher habe ich keine entdeckt. In der Anleitung habe ich nichts gefunden. Mal gucken, ob noch was auftaucht. Aber das sieht gut aus. Dann mache ich mal weiter. Hier mal ein kleines Zwischenfazit von dem Set. Also die Fliesen sind wirklich gut. Es hat mega gute Klemmkraft. Es macht richtig Spaß zu bauen. Die Steine sind mega gut bedruckt. Ich meine, guckt mal hier. Da ist überall was drauf und sogar unterschiedlich bedruckt, damit da das Tornado Attack Aircraft steht. Das ist schon richtig genial. Also ich bin sehr angetan. Tolles Set bisher. Macht höllisch viel Spaß. Ja, ich mache weiter. Ja, grandios. Also das Teil macht richtig viel Spaß. Ich bin super begeistert. Die ganze Art, wie man das baut, ist echt cool. Das sieht richtig gut aus. Auch hier, ihr seht das ja, der Druck geht da so über. Das hat schon echt Stil. Ja, ich werde da mal den Rest bauen und dann würde ich sagen, schauen wir uns das ganze Teil gleich am Review-Tisch einmal an. Es ist vollbracht. Das Set ist fertig und ja, was soll ich anderes sagen? Ich finde es mega stark. Das hat richtig viel Spaß gebracht. Die Steine waren gut, es baut sich gut. Es hat leider einen kleinen Fehler. Ich denke mal, weil ein extra Zettel in der Anleitung deswegen auch dabei liegt, dass dieser Fehler so nicht geplant war. Dazu kommen wir aber gleich. Jetzt gucken wir uns das ganze Teil einmal rundum an, weil es ist super gelungen. Ich meine, guckt euch das an, allein die Optik ist schon mega genial. Ein absoluter Kracher. Ich finde es hammermäßig. Mir gefällt es richtig gut. Die goldenen Steine sehen richtig gut aus. Die ganzen, ja, Bedruckungen, die da drauf sind, hammergenial. Auch hier diese ganzen Übergänge.
Mega stark. Das ist ein richtig cooles Set. Ich finde auch den Ständer sehr gelungen. Diese Base dazu, das ist auch echt schick gemacht. So ein bisschen Space Design gefällt mir gut. Wir nehmen das Ganze aber auch gleich nochmal runter. Es gibt nicht einen Sticker in diesem Set. Jeder kleine Schriftzug, jedes Zeichen ist hier wirklich gedruckt. Super gut. Auch hier alles gedruckte Teile. Dadurch sitzt das alles vernünftig gerade. Super schönes Set. Für das Geld, 44 noch was kostet es ja, glaube ich. Ich habe es jetzt nicht genau im Kopf. Ist das ein absoluter Kracher, muss man echt sagen. Auch das Cockpit ist bedruckt. Da können wir als allererstes mal reingucken. Das finde ich als einziges ein bisschen schade. Hier hätte man so ein bisschen Innenleben designen können. Dann hätte man auch eine Minifigur reinsetzen können. Also eine Minifigur passt hier wirklich nur ganz hinten und ohne Helm rein. Ich habe es einmal getestet mit der Spider-Man-Figur. Leider bekommt man nicht, ich habe so ein paar Space-Leute mit Helm, bekommt man nicht rein. Hat man keine Chance, selbst wenn man die Beine abnimmt oder irgendwas, hat man da keine Chance, was reinzusetzen. Sehr, sehr schade. Und was ich auch schade finde, ist die Noppenoptik hier vorne. Hier hätte ich mir fast gewünscht, dass das Raumschiff noch so ein bisschen mit Slopes hochgeht und das Cockpit einen Tick höher sitzt und dann im Prinzip an so einer abgeschrägten Kante endet. Das ist der einzige Design-Part, den ich nicht ganz so gut finde hier mit den Noppen. Ansonsten, die Form des Schiffs ist wirklich absolut genial. Man kann ja auch so ein paar Teile verstellen, was ich so als Steuerklappen oder was weiß ich, kann man das hier machen. Aber da kommen wir jetzt gleich drauf zu sprechen. Und zwar zeige ich euch jetzt das, was am Set wirklich, ja, wohl eine kleine Fehlkonstruktion ist, vielleicht auch an den Steinen liegt. Das weiß ich nicht. Hier drin läuft eine Achse lang, die verbunden ist mit Zahnrädern. Ich denke mal, wenn man dieses Teil hier bewegt, hätte die andere Seite sich mitbewegen sollen. Das passiert nicht. Und hier kommen wir jetzt zu dem Part, der leider auch nicht funktioniert. Ihr seht diese komischen Fahnen hier. Also normal sind es immer Fahnen gewesen. Die halten dieses Teil. Es liegt drauf auf. Ihr seht das schon. Und wenn ich jetzt dieses Teil runter mache, dann seht ihr es jetzt schon, dann rutscht das Ding nach unten und hat keinen Halt. Es hält hier eh an dem Part, wirklich ist der einzige Part, der nicht ganz so gut hält. Das Teil geht nach unten und ja, diese Zahnradkonstruktion, die da drin ist, macht halt einfach dann keinen Sinn. Ich denke mal, das war gedacht, dass es von alleine hält und diese Flaps hier oder Fahnen einfach so nach unten sind. Sie halten jetzt letztendlich dieses Teil nach oben. Wir machen das aber mal nach unten beides, weil ich finde es auch sehr, sehr cool, wenn es so ist, weil dann haben wir im Prinzip, ja, als wenn das Raumschiff aufsteigen würde. Ne? Das hätten wir so eine Funktion, dass er jetzt halt so nach oben fliegen würde. Und das sieht auch cool aus, muss ich wirklich sagen. So auch eine gute Variante, es hinzustellen. Ihr müsst es allerdings so machen und müsst diese Fahnen nach oben, damit das Ganze dann hält. Ich muss mal das mit einer Hand machen, das ist mal ein bisschen doof. Na komm. So, und dann haben wir die Dinger wieder in Position. Und das war, denke ich mal, nicht so geplant. Auf dem Bild sieht es halt nämlich anders aus. Ja, was haben wir noch? Wir haben hier die Kanone hier vorne. Die können wir hoch und runter machen. Kleine Neigung. Sieht natürlich gerade am besten aus. Ist wahrscheinlich entweder die Laserkanone oder was auch immer. Haben wir noch ein paar Funktionen hier vorne? Nein. Also was ich auch nett finde, sind die Bewaffnung, die hier dran ist. Und da sehe ich gerade, habe ich was vergessen, oder? Oh. Ja, ich habe was vergessen. Eine ganze Menge sogar. Und zwar seht ihr es, hier hinten kommt eigentlich eine Fliese ran. Die hier habe ich hier vergessen und ich habe sogar vergessen, deswegen hatte ich auch so viele Teile über. Hier vorne noch solche Teile ranzumachen mit Loch. Einer in rund. Also, ja, sorry, habe ich wirklich übersehen. Wenn man Teile zweimal baut, passiert es gerne, dass man mal irgendwas vergisst. Werde ich gleich noch nachholen. Ist jetzt definitiv nicht dran, ist aber auch nicht schlimm. Ich mag es, dass hier solche Teile verwendet wurden, wo man halt, die waren bei Lego immer so eine Disc-Shooter, wo man halt so eine runde Fliese durchdrücken kann und kann damit schießen. Das gibt halt hier so ein bisschen so eine Space-Optik. Auch hier drin, wie das gebaut ist, finde ich super nice gemacht.
So, jetzt kommen wir zu einer Funktion. Ach ne, eine Funktion gibt es noch, und zwar hier hinten haben wir eine kleine Klappe. Die können wir, na komm. Da kann man so eine kleine Klappe öffnen. Da ist dann, ja, was weiß ich, ein kleiner Schacht drin oder was auch immer. Auch ganz nice. Also hat so ein, zwei kleine Funktionen. Nicht viel, aber ich finde es nett, dass dran gedacht wurde. Ich mag die ganze Bauart. Das ist echt, das waren coole Bautechniken. Es hat einfach Spaß gemacht. Man hat irgendwie gebaut und es war super, super spannend zu bauen und hat viel, viel Freude gemacht. Ich finde es mega gut. So, ich nehme das Teil mal. Nee, ich nehme es nicht. Wir machen erstmal das, was richtig cool ist, weil hier haben wir so eine Balljoints drauf. Und wir können das ganze Teil jetzt, Achtung, zur Seite kippen. Und dann haben wir eine richtig coole Display-Stellung, dass das Schiff in so einer seitlichen Flugpose ist, was natürlich mächtig gut aussieht. Und das könnt ihr zu beiden Seiten machen, indem ihr das Ding einfach hier rüber kippt und dann haben wir es auf der anderen Seite und könnt es euch ins Regal stellen, wie ihr möchtet. Finde ich richtig gelungen, gefällt mir super gut. Ich baue das mal von dem Ständer kurz runter und dann gucken wir uns an, wie ja, das gemacht ist. Ja, hier seht ihr das Displayteil und da seht ihr diese Kugelgelenke. Die Stangen sind eigentlich im Flieger. Ich habe sie jetzt beim Rausziehen, sind sie da drin geblieben, was ich gar nicht schlimm finde, weil dadurch hat das Raumschiff nicht solche Gestänge da unten. Ich zeige euch das Teil jetzt mal von unten. Da muss ich natürlich aufpassen, dass mir die Düsen nicht abrauchen. Ist jetzt von unten nicht mega gut, weil man halt viele, viele Noppenunterseiten sieht, aber trotzdem schön designt. Hier ist noch so ein bisschen was angebaut, so ein Seitenteil, also so eine ja, was ist das? Ein Cockpit-Unterteil vom, ich glaube beim X-Wing waren die, oder? Also das sind so Parts, die zur Verzierung genutzt wurden. Sieht wirklich schick aus von allen Seiten. Und man hat sogar von unten ja die Bedruckung, wenn man halt die Teile auch seitlich macht. Das sieht wirklich nice aus. Also da kann man nicht meckern. So kann man es natürlich nicht so gut abstellen. Ich probiere das mal kurz. So, dann müsste man es so abstellen, die Düsen nach unten und dann hier drauf auf die Waffe. Sieht natürlich nicht ganz so prall aus, deswegen machen wir es jetzt wieder auf den Ständer rauf. Jetzt kann ich nochmal schön, weil es nicht so hoch ist, hier die ganze Bedruckung zeigen. Also wirklich super schön gemacht. Bin mal gespannt, was ihr zu dem Set sagt. Ob ihr sagt, nö, das ist gar nichts für mich. Ich bin halt völlig begeistert, dass ich da jetzt definitiv die anderen haben möchte, weil ich mag dieses Space-Thema und ich finde es auch gut, dass es mal was ist, was irgendwie mit keiner Lizenz zusammenhängt, sondern einfach mal cool designte Raumschiffe sind. Also besonders das andere gefällt mir da noch richtig gut. Die anderen beiden, die es da noch gibt, die sind ja, ich verlinke euch die alle in der Beschreibung, die sind ja so ein bisschen Richtung Hubschrauber. Das eine sieht aus wie aus Avatar, finde ich so ein bisschen optisch nicht ganz so cool, aber die anderen beiden finde ich, also das hier und dieses andere Raumschiff, was ich ja schon favorisiert habe, finde ich richtig cool, muss ich echt sagen. So, ich setze das Ding nochmal wieder auf den Ständer, dazu brauche ich wieder beide Hände, damit das wieder ordentlich aussieht. Ja, was soll ich anderes dazu sagen? Von mir ganz klar Daumen hoch. Für wen ist das Set was? Für jemanden, der einfach mal ein schönes Space-Set bauen möchte und Spaß daran haben möchte? Für jemanden, der Weltraum mag und jetzt nicht auf irgendeine Lizenz favorisiert ist, ist hier auch gut aufgehoben. Also ja, einfach für Science-Fiction-Fans ein cool zu bauendes Raumschiff, was wirklich viel, viel Spaß gemacht hat. Leider mit einem kleinen Manko, aber trotzdem haben sie das gut gelöst, dass man diese Klappen hochmacht und es hält. Es hätte mich jetzt echt geärgert, wenn diese Klappen nicht da gewesen wären. Und die Teile hätten irgendwie rumgeschlingert und man hätte sich da irgendwas einfallen lassen müssen, damit man die in Position bringt. Aber so kann man es nicht ganz perfekt ausmerzen, aber ja, ich muss gestehen, ich sehe über diesen kleinen Fehler hinweg, weil der Rest mir so viel Freude gemacht hat, dass ich da nicht irgendwie wegen so einem Kleinkram jetzt drüber meckern möchte. Das Set ist einfach richtig, richtig cool. Ja, lasst mal einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefallen hat. Und schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was ihr von den Dingern haltet. Habt ihr sie schon gebaut? Habt ihr sie noch nicht gebaut? Habt ihr jetzt Interesse daran nach dem Video und sagt, okay, super cool, das Set hole ich mir auch. Also ja, von mir ganz klar, kauft es euch. Wer Bock auf so ein Thema hat, der wird hier definitiv nicht enttäuscht sein.
Ja, verlinken tue ich euch das bei Bluebricks. Ich glaube, bei Bavir gibt es die auch. Wenn die da ja, irgendwie auch im Shop sind, dann werde ich das auch verlinken. Und ja, lasst gerne ein Abo da, wenn ihr es noch nicht getan habt. Das würde mich sehr freuen. Die Noppensteinstube sagt Tschüss.